Also Henry Armitage. Ich denke mal, aber es ist A, oder? Es ist das letzte, was wir uns angeguckt hatten. Armitage Henry besitzt ein seltsames Antiquitätengeschäft. Siehe beigefügtes Dokument. This file is not the right one. Did someone swap them or is everything just messy? Saint-Martin, Belderin, Chabier. Einige Lieder haben versteckte Botschaften, wie zum Beispiel La Playa, der Strand. Ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnerst. Wir haben uns zur gleichen Zeit getroffen, du, das Meer und der Himmel, die mich zu dir gebracht haben. Eine Anspielung auf den Moment, als er einem Wesen begegnete, das unter dem Meer lebt und von jenseits des Himmels kam. Du hast meine Umarmungen umarmt, auch wenn es der erste Moment war, und ich habe ihn für mich behalten. Seit sie sich kennengelernt haben, gehört seine Seele ihm. Wenn ich wiedergeboren werden könnte, würde ich dich jeden Tag beim Aufwachen sehen. Du würdest lächeln wie jedes Mal, wie dieses eine Mal. An seiner Seite zu sein, kann ihm die Unsterblichkeit geben, nach der er sich so sehr sehnt. Ich werde dir das schönste Lied der Welt schreiben. Ich werde unsere Geschichte in einer Sekunde festhalten. Eines Tages wirst du sehen, dass dieser Verrückte sehr wenig vergisst. Egal, wie lange die Jahre in seinem Leben vergehen. Auch wenn er seinen Verstand verliert, erinnert er sich für immer an all das Wissen, das er bei der Begegnung mit seinem Gott gewonnen hat. Mhm. Okay. Interessant. Haben wir dadurch jetzt irgendwas... Nee. Hier ist sonst nichts mehr, ne? Covid Walter. Armitage Henry. Hm. Vielleicht finden wir ja noch mehr. Noch mehr Infos. Also Infos, die wir jetzt uns angucken können vielleicht. Hier ist auf jeden Fall nichts. Wir gehen nochmal in den ersten Raum, wo wir waren. Ganz am Anfang. Ist das der erste Raum? Ich glaube schon. Ich dachte, wir würden jetzt hier vielleicht noch ein bisschen mehr finden, weil wir so ein bisschen was herausgefunden haben. Aber nö. Absolut nö. Ist nicht. Ist nicht drin. Schade. Okay, wir können da lang gehen. Ich glaube, man kann... Oh, Moment. That symbol appears on every picture. Ja, das stimmt. Ah, hier können wir nicht lang, ne? Ah, ich dachte, hier geht es vielleicht auch irgendwo hin. Aber nein. Ja, dann müssen wir wieder zurück, weil hier ist nichts mehr. Hm. Ist so ein kleines, kleines Suchspiel hier. Weil wir müssen natürlich den... Und den Hinweisen folgen. So, vielleicht können wir jetzt das Paket... Nee, können wir nicht. Dieses Paket, ne? Irgendwann können wir uns das schnappen bestimmt. Irgendwann. Wenn wir den richtigen Hinweis drauf haben. So von wegen... Ja, da müsste irgendwo ein Paket liegen. Ja, Dr. Juan Antonio Lopez. Da müssten wir vielleicht auch wobei, da waren wir ja schon drin, ne? Da waren wir schon drin. So geht's nur zurück. Hier gehen wir am Fenster entlang. Ja, komm, gehen wir nochmal hier rein. Boah, ich habe irgendwas im Hals. Das nervt. Ja, hier waren wir schon, klar. Ein paar Mal schon. Ist vielleicht jetzt was im Kühlschrank. Silent Room. Mhm. Nee, das sieht nicht danach aus. So ein kleines Logbuch wäre ganz nett. Oh, sind wir das da oben? Ist das unser Gesicht? Oder warum poppt dieses Gesicht jetzt hier auf? Notizen. Ja.
einiges an Notizen. Aber wir können die nicht miteinander kombinieren, oder? Nee. Howard Phillips. Moment. Howard Phillips? Mit P? Schauen wir doch mal, ob wir da was finden. Über den guten Howard Phillips. Warum habe ich das nicht schon vorher getan? Dafür müssen wir erstmal zu P kommen. Nicht hier, sondern hier. Und dann auf der rechten Seite oben. Wo wir nicht reingucken können. Toll. Oder ist das? Tetsuku Osamu. Oh. Saint-Martin Baldarin. Chabier. Komponist der bekannten spanischen Gruppe La Oreja. Spanischen Gruppe, ja, de Van Gogh. Siehe beigefügtes Dokument. Thanks to him, role-playing games reach the whole world. Einer der einflussreichsten Politiker der letzten Jahre. Seine Rolle bei der Entwicklung des Bildungsgesetzes war von entscheidender Bedeutung. Mhm. Okay. Aber den habe ich nicht gesucht. Shit, ich hab P gesucht. Was ist das? Saint-Martin Baldarin. Müssen wir vielleicht doch hier suchen? Oh. Oh. Huch, was hat er gesagt? Every time I remember it, I can't stop laughing. Ach so. Ach, da wiederholt er das jetzt auch noch. Ja gut, das brauche ich ja nicht. Marcus Helena ist uninteressant. Loomis Sam hatten wir schon. Eigentlich müsste ich hier an P. Oder ist es über H? Dann ist es natürlich hier unten. Aber man sucht doch eigentlich immer nach dem Nachnamen, oder? Parker Jonathan. Nee, das wird's nicht sein. Oh. Diaz García Longoria. Alejandro, einer der einflussreichsten Politiker der letzten Jahre. Seine Rolle war bei der Entwicklung des Bildungsgesetzes war entscheidend. Wir finden immer Hinweise auf einen anderen, auf einen anderen Namen hier. I'd never heard the story before. Okay. Ortiz de Landazuri Izardui Enrique. Wir suchen gleich einen Ortiz. Berühmt ist er als Sänger der Rockband Heroes del Silencio aus Zaragoza. Einer ihrer Songs, Sangre Hirviendo, kochendes Blut, wurde von einem Ereignis inspiriert, das den Sänger schockierte, wie er uns erzählte. Eines Nachts, als ich feiern war, ging ich ziemlich spät nach Hause, als ich jemanden um Hilfe schreien hörte. Ich ging hinüber, um die Person zu suchen. Es war eine Sackgasse, eine stille Gasse, nur ein Blubbern, wie von kochendem Wasser. Auf dem Boden lag ein junges Mädchen, das um Hilfe bat. Das blubbernde Geräusch war ihr Blut, das ich an ihren Armen und Beinen sehen konnte. Neben ihr stand ein Mann mit einer Gasmaske und blutverschmierten Händen. Ich glaube, ich wurde ohnmächtig, denn das Nächste, woran ich mich erinnere, ist das Aufwachen am nächsten Morgen. Es gab keine Anzeichen von jemandem, keine Blutflecken. Wahrscheinlich habe ich es mir nur eingebildet, aber vielleicht auch nicht. Ortiz. Suchen wir jetzt einen Ortiz. Das wäre ja hier. Ortiz, da ist er doch, der Enrique. Bekannter Sänger der Rockband. Ja, ja. Das Symbol. Endergast Aloysius XL. Mehrere Sicherheitsbeamte des New Yorker Naturkundemuseums sowie der Kurator wurden ermordet aufgefunden. Vorerst wurden mehrere Objekte als gestohlen gemeldet, obwohl die Liste nicht veröffentlicht wurde. Der für die Ermittlung zuständige Beamte Detective Pendergast wollte keine Einzelheiten nennen, da sich die Ermittlungen noch in einem sehr frühen Stadium befinden. Quellen dieser Zeitung haben Bilder eines Symbols erhalten, das am Tatort auftauchte. Das uns bekannte
Symbol wahrscheinlich. Pendergast suche ich also jetzt. Wir müssen einen weiter. Hoffe ich. Pendergast ist hier? Nein. Nein. Pendergast Aloysius. Detective, zuständig für die Untersuchung der Morde im Naturkundemuseum in New York. Someday I would like to visit Arkham. Freeborn Tyler M. Anthropologe an der Universität of New Mexico, Albuquerque. Er lehrte jahrelang an der Universität of New Mexico, beendete aber seine Karriere an der Miskatonic University in Arkham Asylum. Er spezialisierte sich auf die Indianerstämme von New Mexico. Seine gesamte Forschung wurde in einem Essay mit dem Titel »Der Samen« veröffentlicht. Professor Freeborn wurde zuletzt gesehen, als er nach Shanghai aufbrach, um an einer Mission von größter Wichtigkeit teilzunehmen. Nach Shanghai? Freeborn Tyler. Wir suchen einen Freeborn. Ja, das ist eine kleine Schnitzeljagd hier. Aber finde ich ganz geil. Finde ich ganz cool gemacht. So, Freeborn. Da bist du doch schon. Professor der Anthropologie. Ungewöhnlich geschickt im Umgang mit Schusswaffen. Die Exklusivität. Was? Armitage, Bücher und Antiquitäten. Now I have an address to go on with my investigation. Oh. Armitage Henri. Wir wollen also dorthin. Let the right one in. Carter Scott. Chased helpless without his memory. Okay, wow, was ist denn? Alter, das ist ja ein Ladebildschirm, ne, würde ich sagen. Das sieht ganz geil gemacht aus. Sieht cool aus mit den Farben. Der Stil ist mega. So, wir sind wahrscheinlich da jetzt, ne? This was supposed to be my house, but it's locked. Aber wir sind wieder jemand anderes. Moment. Oh, wir sind wieder Carter. Oh, okay, sehr gut. Dann haben wir haben wieder die ganzen Gegenstände, alles klar. Carter Scott, da steht sogar. Notizen, alles das, was wir gefunden haben, ist noch da, sehr gut. Schön, schön, schön. Hier können wir aber nichts machen, glaube ich. Wir reden mal. Hello? Who is this? Hier ist, der Nachbar. Warum nicht? Good morning. This is your neighbor, Carter. Oh, come on in. Das ging einfach. warum hätte ich denn sagen sollen... Ich bin der Postbote. Warum soll ich denn lügen? Okay. Es sei denn, wir sind nicht ihr Nachbar. Das wäre natürlich jetzt nicht so schön. Oh, C. I don't want to bother anybody else. Ja, das. Vielleicht ist das ja unsere Wohnung. C. Oder eben hier. I think that's not my house. Nein? Oh. Ja, dann. Was mache ich dann hier? This was supposed to be my house. Ach, er weiß das noch. Er weiß, dass es sein Haus ist. Okay. Sag das doch, Mann. Und schon sind wir drin. Okay, ich dachte, der hat Amnesie und weiß nicht mehr, wo er wohnt. Ja, das sieht sehr traurig aus, was hier hängt. Wir könnten wieder rausgehen, das möchte ich aber nicht. Ach so, hier geht's raus. Was haben wir denn hier für eine Ming-Vase? Carter Christopher. Clearly I shared this apartment with someone else. Mit wem? Was macht der da? Clearly I shared this apartment with someone else. Aber wir heißen doch... wir heißen Carter Scott. Oh, Christopher Carter. Wer ist das? Der Bruder? Vielleicht? Maybe? Er weiß es halt nicht mehr, ne? Okay. Oh, was ist das? That's the same boy from the picture in the wallet. Okay.
Jeder Weg führte nirgendwo hin, wenn er bis zum Ende verfolgt wird. Um herauszufinden, ob es ein Berg ist, musst du ihn nur ein wenig besteigen. Von der Spitze des Berges aus wirst du den Berg nicht sehen können. Das ist ziemlich deep. Das macht Sinn. Okay, aber ist das unser Bruder? Oder vielleicht unser Mann? Auch möglich? Wo geht's hier rein? Schlafzimmer? Bade? Küche? Esszimmer, Küche. Ein Kabel. There's a laptop charger right here. Sehr gut, ein Ladegerät für einen Laptop. Den nehme ich sehr gerne mit. Wahrscheinlich finden wir gleich einen Laptop. Ist das hell hier? Der uns Probleme bereitet, weil er keinen Saft mehr hat. Mhm. Wasser, Lappen, alles nicht interessant, außer das hier. Why would I keep this? Bei dem Feuer kamen 53 Menschen ums Leben, darunter auch der Direktor. Die kleine Stadt Arkham, Massachusetts, wachte gestern mit der traurigen Nachricht vom Brand im Joshua Lang Waisenhaus auf. 53 Opfer, die meisten von ihnen Kinder, starben bei dem Brand, der sich so schnell ausbreitete, dass die Feuerwehr keine Chance hatte, etwas dagegen zu tun. Die ersten Hypothesen deuten auf eine Fehlfunktion des alten Heizkessels im Keller hin. Es wurden keine Überlebenden gefunden, obwohl die Unterlagen der ansässigen Kinder zusammen mit dem Rest des Gebäudes verbrannt sind. Unter den Verstorbenen war auch der Philanthrop Hunter Custer. Seine Beerdigung findet heute Nachmittag statt. Hunter Custer. Jetzt müssten wir eigentlich ins Archiv gehen und schauen, was mit ihm ist. Ja, aber warum sollten wir das aufbewahren? Was haben wir damit zu tun? Hm? Mein guter Kater, was haben wir damit zu tun? Kalender 2019, Diciembre. Sind wir in Spanien? Wahrscheinlich sind wir in Spanien, ne? Hier können wir nicht durch. Die Uhr ist wunderschön. Einhorn. Da hängen einfach Fake-Zitronen runter. Sonst können wir nichts machen, ne? Ich glaube nicht. Wir gehen raus. Ein Ladekabel hatten wir. Wir brauchen noch einen Laptop dazu. Wo ist le Laptop? Da hinten geht's rein, da auch. Wir gehen das mal hier hin. Das ist wahrscheinlich der Wohnraum, das Wohnzimmer. Na siehste. Ägypten, 2017. Ist aber dasselbe Foto wie vorhin, nur der hat eine Sonnenbrille auf. Kann man sich hier irgendwas angucken? Nö. Schade. Der sagt aber auch nichts dazu. China, 2014. Warum guckt er eigentlich immer gleich hier? Also wir. Kater. 2014 China. 2017 Ägypten. Müssen wir uns das merken? Ist das ein Rätsel? Where is the TV remote? Ja, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendwo zwischen... hinter den Kissen oder so, wie bei mir immer zu Hause. Da ist auch noch ein Bild. New York 2015. Jetzt hat er die Sonnenbrille auf, er hat eine Cappy auf. Sind das echte Bilder oder ist es gefaked? Oder soll das so aussehen? Brasilien 2013. Es sieht alles sehr gefaked aus. There's something written on this painting. Acho queres una marquea in un quintico. What kind of language is this? Spanisch? Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, du wohnst hier, Kollege. I wouldn't like to see that thing up close. Okay. Der schlafende Gott. Unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt, die nichts gemeinsam haben, behaupten, dass ein monströses Wesen in ihren Träumen herumschleicht. Viele von ihnen begingen am Ende Selbstmord oder wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Nur einige von ihnen wagten es, sie zu beschreiben. Dies sind ihre Darstellungen. Ja. Überall Tentakel, so ein Oktopuskopf. Das ist ein bisschen beängstigend, muss ich sagen. I think I was working on something important.
Der Kult des schlafenden Gottes. Sie sind überall. Wir können niemanden trauen. Sie sind Polizisten, Politiker, Postboten. Jeder kann einer von ihnen sein. Sie haben jeden Bereich unserer Gesellschaft infiltriert und bereiten unsere Welt auf die Ankunft ihres Gottes vor. Okay, oh ja. Nicht gut. Laptop, da ist er doch. Oh. I was looking for that dagger before the accident. The chosen one? A sleeping god? This is getting worse and worse. Meteoritendolch. Eine Zeichnung des Dolches mit einer Inschrift an der Seite. Nur der Auserwählte wird ihn schwingen können, um die Hohepriesterin zu besiegen. Der Auserwählte? Wir hatten doch eine Zeichnung gefunden, wo so ein Dolch zu sehen war. Wer hatte das nochmal? War das Sophie? Ich glaube, es war Sophie. Weiß es aber gerade nicht. So, da kann man nichts mehr machen. Was haben wir hier? Who are these people? My family, perhaps? This symbol is just like the one on the pin I found. Mhm. Oh. Was war das? Oh, ein Buch. Take this, Carter. Here, you can read our story. Every member of the society has a page. And someday, you will too. Darf ich das vielleicht auch lesen, Kollege? Was soll das denn? Das ging zu schnell. Es beginnt alles mit einer Geschichte. Ich hörte zum ersten Mal von diesem Wesen, dessen Namen ich nicht aussprechen mag, als ich auf einer Tour in Providence war. An meinem letzten Abend in einer dreckigen Bruchbude kam ein schüchterner Mann auf mich zu und bat mich, ihm ein Bier zu kaufen. Im Gegenzug sagte er mit einem grimmigen Lächeln, ich werde dir eine Geschichte erzählen, die dein Leben verändern wird. Und das tat sie dann auch. Er erzählte mir von dem wahren Schuldigen an der Angst, die die Welt plagt. Ein Monster, das sich nicht beschreiben lässt. Ein furchterregendes Wesen, das sich über alle Gesetze der Materie, Kraft und Logik hinwegsetzt. Ich weiß nicht, ob es die Angst hinter seinen Worten oder die Entschlossenheit in seinen Augen war, aber ich glaubte ihm. Noch in derselben Nacht erschien mir diese Art von Gott im Schlaf, im Traum. Der Unglückliche hatte recht. Der Terror lauert auf der anderen Seite des Lebens. Seitdem habe ich nicht mehr in Ruhe geschlafen. Alter. So einen Traum will ich aber nicht haben. Dass ich nicht mehr schlafen kann. It might not even be human. What the hell was I into before all this? Oh, der Mann mit der Maske. Wir wissen absolut nichts über den Mann mit der Maske. Weder seinen Namen noch seine Herkunft. Vielleicht ist er noch nicht einmal mehr ein Mensch. Er kann mit normalen Mitteln nicht getötet werden, aber er könnte eine Schwäche haben. Magie. Okay. Wer kann denn bitte Magie? Laptop. I should charge it. Genau das tun wir. I can use it now. Das ging aber schnell. Carioca. Was? Carioca? Oh. Carioca. Mhm. Wo war das denn? New York. Das hört sich nach Brasilien an, oder? Carioca 2013? There's something written on this painting. Acho queres una marquea in un quintico. Ja, ja, ja. What language is this? Keine Ahnung. Carioca. Also 2015, ja? Ich probiere es mal damit. 2013, sorry. Hört sich brasilianisch an, aber ich weiß halt nicht, ob es tatsächlich in Brasilien liegt. Tut es. According to this drawing, with this kind of portal, you can travel using some kind of magic? Huh. Did I really believe in all this shit? Was? Die Schwelle. Es gibt viele Türen auf unserem Planeten. Die meisten von ihnen sind Millionen von Jahren alt. Sie wurden von der großen Rasse geschaffen.
Sie ermöglichen es dir, dich schnell von einem Punkt zum anderen zu bewegen und sogar in andere Welten oder Dimensionen zu reisen. Eine davon findest du in den Ruinen der namenlosen Stadt. Sein Mechanismus ist sehr ausgeklügelt und geht weit über den heutigen Stand der Technik hinaus. Wir konnten keines der Teile nachbauen und auch nicht feststellen, aus welchem Material sie bestehen. Da können nur vollständige Tore funktionieren, aber die Wahl des Ziels ist ohne richtige Anweisung unmöglich. Wir haben diese Diagramme, mit denen wir fast sicher sind, dass wir zu einem anderen Tor gehen können. 151937. Ich habe das ja eh hier, ne? Also kann ich mir das jederzeit angucken. Die Tür. Huch, was war das? Achso, das ist mein Desktop. vom Laptop. Ich dachte, hä? Ja, hier kann ich nichts mehr machen, ne? Okay. Hier fliegt irgendwas rum. Bah. Kann ich noch irgendetwas tun hier? Nee. Wir haben die Fernbedienung nicht gefunden, ne? Wo ist die Fernbedienung? Wo ist die Fernbedienung? Komm schon, gib dir mal ein bisschen Mühe, Mann. Mensch, Kater. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo das Ding ist. Wir gehen mal raus in die andere Tür, die ganz hinten ist noch. Da hinten nämlich. Vielleicht finden wir hier die Fernbedienung. Warum auch immer. Oh, ein Schrank. There seems to be a box under those clothes. Ja, was kommt denn hier rein? The keyhole in the box seems familiar. Hä? Ich weiß nicht, wie du da drauf kommst. Okay. Ach. Rein damit. Fünfzehn, neunzehn, siebenunddreißig? War das so? Einfach der Brain. Wir nehmen mal alles mit. Oh, das sind diese Dinger, die wir auf der Zeichnung gesehen haben. Stücke von der Tür. Mehrere Stücke mit sehr merkwürdigen Formen. Sie sehen denen auf dem Diagramm von der Tür sehr ähnlich. Ja, das werden die wahrscheinlich auch sein. Okay. Huch, war da noch irgendwas? Ja, da ist noch was. Maybe I can find the answers I'm looking for in this place. Neuer Standort. Ich habe den perfekten... Cool, danke, liebes Spiel. Wir sind wieder Sophia. Warum konnte ich das jetzt nicht lesen, Mann? Hä? Was soll das denn? Das ist doch kacke. Ich kann ja mit ihr... Oh, sie ist jetzt in Innsmouth. Aber ich kann ja mit ihr nichts mehr lesen hier. Also nicht das, was wir mit Carter gefunden haben. Scheiße. Okay. Auf jeden Fall haben wir einen fetten Schlüssel. Das heißt, wenn wir eine fette Tür finden, weiß ich Bescheid. Innsmouth. Innsmouth. After all this time, I may find the answers I was looking for. Das hoffe ich doch sehr, liebe Sophie. Dafür sind wir ja hier. Muss ich... Oh, da muss ich lang wahrscheinlich. Oder da. Geradeaus oder rechts. Oh, hallo. That must be the symbol of the order. It was also on the temple. Ja, ja. Hier können wir nicht rein, warum auch immer. Von da kamen wir wahrscheinlich, oder? Wir gehen erstmal rechts rum. Keine Ahnung warum, einfach so. Bitte verlauf dich nicht wieder. Oh mein Gott! Okay, was ist mit dir? Warum siehst du so aus, wie du aussiehst? Oder lieber so. Oh Gott, diese Augen. Die werden mich in meinen Albträumen verfolgen. Wichtiges Treffen. Alle Einwohner werden heute Abend um 20 Uhr in den Tempel gerufen. Denkt daran, heute ist Fung Lui, Mligwana, Tulu, Relay, Baganagel,
Was? The language of that inscription seems to be Aklo. Surely this is the headquarters of the Order of Dagon. Mhm. Wahrscheinlich, ja. Hi. Guck mal, hier haben wir ein Foto von Carter. Hi. Good afternoon. Have you seen this person? Zuschauer. No. Do you have any idea where I can find the temple? Yes, but why do you want to know? Einfach so, weil ich bin Journalistin. I'm a history professor. I'm doing a research on the idiosyncrasies of coastal villages like Innsmouth. We don't like outsiders meddling in our businesses. You'd better leave as soon as possible. Okay. yeah. But I live less than 2 hours away from here. I don't want to bother you. I'm just asking because a friend of mine has disappeared, and I'm worried about him. It's clear in your face that you are not from this town. I have never seen your friend in my life, but if he disappeared here, chances are you will never see him again. As will happen to you if you don't leave. Innsmouth is not a town for tourists. Oh, wow. Ich denke, ich sollte gehen, oder was? Bedrohst du mich etwa? Kann man hier sterben eigentlich? Ich bin mal, ja, aggressiv. What? Are you threatening me? I should call the police. Whether it is a threat or not is for you to decide. Go ahead and call. Call the police. But I warn you that they always take their time. If you know what I mean. Alter, die wird uns sowas von killen. Was ist das? That symbol represents Hydra, mother of all the deep ones. Mhm. Ich sollte nie den Rücken zudrehen. Ihr hier. Ihr den Rücken zudrehen. Alter. Hat mich erschrocken vorhin. Okay. Wir werden von hier weitermachen, aber nicht mehr heute. Wir machen das in der nächsten Aufnahmesession. Ich bin sehr gespannt, ob sich die vier treffen. Was die miteinander finden werden. Ob das alles irgendwie zusammenpasst. Wahrscheinlich, ne? Es bleibt auf jeden Fall spannend. Es ist super abgedreht und dieses Mädchen, diese Augen verfolgen mich in alle Ewigkeit, glaube ich. Freunde, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.